Bist du soweit? Drei, zwei, eins. Hallo und herzlich willkommen zu den expliziten Zungen und zu einer neuen Folgenbesprechung von House of the Dragon. Folge 2, 3 und 4. Wir sind ein bisschen spät dran, es war einiges los, aber das geht euch nichts an. Oder, Detti? Gar nichts geht Gar euch das nichts, an. das geht euch gar nichts an. Gut, weiß ich nicht, Detti und ich, wir haben jetzt überhaupt gar keinen Plan. Wollen wir jetzt ein langes machen mit allen dreien, oder? Oder willst du jetzt es verhackstücken? Warum machen wir es jetzt zusammen? In eins Mach. durch und dann sehen wir zu, dass Ja. wir die anderen wieder immer glücklich haben, ne? Genau, das ist kein Versprechen, denn das werden wir nicht halten. Immer Ehrlichkeit hier bei uns. Das wird hier groß geschrieben. Okay, starten wir mit der Folge 2. Der Prinzrebell. Sie hat auch eine Laufzeit von einer Stunde, also die eine Stunde, die wird konstant gehalten, also das wird sich jetzt auch nicht mehr ändern, schätze ich. Und wir haben jetzt eine Titelmelodie, und zwar genau die Game of Thrones Melodie. Die haben wir jetzt. Also die Vibes werden getriggert, man ist in Westeros, man ist wieder da. Ja. Man ist zu Hause. Richtig. Ja. Und warte mal, ich habe so eine Sauklaue, ey. Warte mal, es geht hier, was habe ich hingeschrieben hier? Das Blöde ist, das ist ja jetzt nicht frisch aufgeschrieben, das aufgeschrieben ist ja jetzt auch schon 2 Wochen alt. Okay, es geht hier um den Krabbenspeiser. Der Krieg mit der Triarchie. So, und ja, Rhaenyra möchte die Trittsteine mit den Drachen angreifen, um da unten halt einfach erstmal für Ruhe zu sorgen. Tabula rasa, gib ihm Feierabend, ne? Richtig. Weil der Rat, also eigentlich haben alle ziemlich die Schnauze voll von dem ganzen Tohuwabohu da unten, ja? Jetzt bin ich mir gerade nicht so sicher. Ist das die Einstiegssequenz, wo die schon da gefesselt werden? Und Ja, es wird auf die richtig. Flut gewartet. Das ist schon dieses Schlachtfeld, gell? Dieses Genau, das war mit mir den. stark in Erinnerung geblieben, die erste Szene auf jeden Fall. Was ich jetzt irgendwie nicht so richtig gecheckt habe, fressen die Krabben die Menschen? Es scheint wohl irgendwie so, ne? Weil ich habe irgendwie das anders verstanden, dass die halt einfach nur da gefesselt werden und da saufen in der Flut. Nee, das nicht. Krabben, die laufen ja auch überall auf den rum und packen sich da Fleisch und so, ne, bei denen. Also die werden da schon gefressen. Das habe ich auch irgendwo im Rat, wird das auch so genau so gesagt, glaube ich, ne, dass die da von Krabben gefressen werden. Also ich denke mal, es wird eine Mischung sein, ne? Ja, ich denke mal, irgendwann sind die schön aufgeweicht, dann kannst du richtig schön flups, flups, ne? Ja. Eklig. Ja, doch. Vielleicht machen wir da mal ein Probiervideo drüber, Soll ich jetzt einen Menschen essen, denn das Saufen ich habe den Gedanken nicht zu Ende gedacht, offensichtlich. was? Das glaube ich auch. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo wir einen hernehmen sollen, so auf den Gibt ja nicht so Stieg. viele, ne? Ja, mei. Ja, mei, Entschuldigung. Auf jeden Fall, es ist ein Ritter der Königsgarde ist gestorben und muss jetzt ersetzt werden. Und Viserys überreicht diese Ehre der Auswahl des neuen Mitglieds Rhaenyra als zukünftige Königin. Was ja auch irgendwo Sinn macht und ein schöner Vertrauensobolus der Rhaenyra gegenüber ist. Hier, Töchterchen, hier, mal schön. Guck mal mit mir aus.
Und ja, Rhaenyra trifft, glaube ich, hat da, glaube ich, eine Win-Win-Situation für sich gezogen. Denn sie nimmt den A, den hübschesten und B, dann den einzigen mit Kampferfahrung. Ich denke mal, da wird sie sich schon gefreut haben über diese Ja. Kombination. Und lässt sich auch nicht reinreden über irgendwelche Ehrungen irgendwelcher Häuser und das Arschlecken hätte ich auch nicht. Ich würde auch denjenigen, aber das ist halt alles Politik. Ja. Und zwar hat sie jetzt den Chris Sir Criston Kraut. Was ein Name. Stark. Eine richtige Kante, ja. Ein richtiger Kraut. So haben die Engländer damals die Deutschen im Krieg genannt, die Krauts. Ja. Deshalb weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt hier, was die sich bei der, was der George R. R. Martin sich dabei gedacht hat. Ein Kraut. Ein Sauerkraut. Sarah. Ein Sauerkraut. Und dann sind Alicent, Hohenturm. Was habe ich denn geschrieben? Achso, Viserys hat ja ein Drachenstein-Modell, ist das? Oder das ist Königs, das ist Drachenstein, gell? Da hat so ein großes, Richtig. ein großes Modell, wo er dran herumspielt. Arbeitet im Feld, ne? Ja, da hat er eine schöne Beschäftigung, so seinen Modellbau in enorm groß. Da muss ich an diesen einen, kennst du dieses Video von diesem holländischen Vater mit seinem Sohn, wo er sein Hobby hat, diese kleine Let's Kirmes. go! Come on, let's go. Hey, let's go! Wow! So geil. Einsteigen! Ich sehe so wie Seres vor meinem inneren Auge mit so einem kleinen Drachen. So, come Oh, on, Dracarys. Dracarys! Auf jeden Fall kommt jetzt Alicent Hohenturm zu ihrer Schleimerei, weil sie soll und will sicherlich auch Königin werden. Ne? Wie findest du den Move? Was meinst du damit jetzt speziell? Also es ist jetzt strategisch klug, ne? Für die Familie jetzt erstmal rein faktisch ohne irgendwelche anderen Dinge dazu zu nehmen, aber ist es klug? Ja, also Warum? die wollen sich ja weiter in Stellung reinbringen, ne? Ja, Die aber wollen wie? sich ja, indem die Verbindung mit der Tochter von Hohenturm natürlich mit dem König eingegangen wird. Bringt doch nichts. Ich meine, die kriegen Warum jetzt, bringt das nichts? weil ja die Alicent Hohenturm ja in die Targaryen-Familie rein heiratet. Sie ist dann zwar Königin, aber nur Königin Regentin oder irgendwie so. Ich meine, Camilla ist ja jetzt auch nicht Königin, sondern Königin, schieß mich tot. Das ist halt einfach Frau vom König und aus die Maus, gell? Weil der Name ist weg. Das ist ja nicht Hohenturm. Es sitzt ja jetzt dann kein Ho also es würde der Erbe würde ja nicht Hohenturm heißen, sondern es wäre ein weißhaariger Targaryen im Fall der Fälle. Das heißt Hohenturm. Was will er denn davon jetzt haben? Man hat ja trotzdem eine gute Stellung. Ich meine, wenn deine Tochter, Ja, du kannst dich im Fall des Krieges und so die sicher. Regentin ist, oder und wenn die natürlich einen männlichen Erben zeugen auch so, ne, mit so einem, also der König so ein junger Schoß neben ihm, ne, das ist ja mehr als realistisch, dass da Erben bei rumkommen. Wenn da ein Junge bei rumkommt, dann picht und hofft Otto natürlich darauf, dass dieser Junge als legitimer Thron er war dann irgendwann doch ernannt wird oder eingesetzt wird oder whatever. Und dass da natürlich ein Großteil des Landes hinter ihm steht oder so. Und so wäre es ja, wenn Rhaenyra das Erbe antritt, kann man davon ausgehen, dass die Hohenturmzeiten in dem Bergfried vorbei sind. Ne? Fast. Ne? Die sind zwar befreundet natürlich noch, die mit der Adicent, aber ich glaube, sie würde sich eine neue Hand und alles natürlich nehmen und so hätte Otto auch gar nichts mehr zu tun und hätte auch keinen Griff mehr irgendwo rein. Alicent wäre ja nur eine Freundin der Königin. Ne? So ist seine Tochter die Lord Regentin und hat Einfluss
irgendwo natürlich auch auf den König. Obwohl der König das ja ganz geschickt relativ, also ich muss ja echt sagen, echt geschickter, was er doch macht und es irgendwann auch dann checkt. Dann habe ich mir das nicht vorgenommen. Also ich kann das schon verstehen, dass sie das machen. Ne? Um sich da irgendwie reinzubringen in die Stellung. Gutheißen wird es wieder nicht. Aber ja, ich finde das immer so ein bisschen, das ist so ein ekliger Move. Man merkt ja, Alice hat ja auch volle Kanne an, dass sie selber nicht Fan davon ist und jetzt einfach nur macht, was Papa sagt. Pack, pack, pack. So, jetzt gehst du da hin und dann tröstest du den und dann, ne, umgarnst du ihn ein bisschen Feenstaub und so. Naja. Es hat ja auch geklappt am Ende. Ja. Hat es wohl. Was haben wir denn hier noch? Ja gut, Allison und Rhaenyra sind dann in der Septe. Quatschen. Corlys Velaryon schlägt eine Heirat von Viserys mit seiner Tochter vor. Die ist ja da zu dem Zeitpunkt 11 oder so. Und weil er möchte seine Schiffe mit den Drachen quasi unter ein Banner haben, ne? Ein Banner haben. Wieder unter der geballten Macht der nicht Targaryens, der Valyra. Ich weiß nicht, ich habe in der ersten Folge von Call of Villain, da habe ich mir gedacht, boah, der da. Ja. Jetzt irgendwie. Ich meine, jetzt, wir sind ja jetzt auch schon bei Folge 4, also wir können ja bis dahin ja spoilern, auch wenn wir jetzt ja, wir können ja ein bisschen rumwürfeln, es macht ja nichts. Nee. Ich muss mit ihm. Der ist irgendwie gar nicht mehr cool. Finde ich doof. Ja, ich hab am Ende der zweiten Folge, glaube ich, war das, da sitzt er doch bei Daemon dann, ne? Da habe ich, das ist bei der zweiten Folge noch mehr. Oder ist es bei der hier, warte, ich, das ist jetzt, Gott. Das ist bei Ende der zweiten. Corlys schleimt ja, genau. Bei Daemon, ja. Richtig, dann sitzt er da bei ihm, da habe ich gedacht, okay, jetzt kann natürlich dann noch mal eine krasse Front gebildet werden, dass es da heftig abgeht irgendwie. Mittlerweile, jetzt wo wir Folge 3 und 4 schon kennen, sieht es ja so aus, als wenn dieser ganze Move vom Handlungsstrang eher dafür da war, damit wir den Sohn irgendwann aufs Schlachtfeld da schicken können mit dem weißen Drachen. Da, ne, der dann jetzt in der vierten Folge dann kam, meine ich, oder der dritte. Der weiße Drache war in der dritten Folge, ja. Der kleinere Drache von den Valyrians. Die haben noch gar keine. Der ist doch mit dem Drache da lang geflogen, mit dem weißen. Das war doch der Daemon. Nein. Der hatte noch irgendwie gemeint, die sind doch keine Drachenreiter, die war. Ja, aber ja, die haben diesen Drachen. Der Drache ist nicht so mega riesengroß wie die anderen. Ne, ist ein bisschen kleiner, aber da weißt du, ist noch ein weißer Drache aufgetaucht, Mensch. Sag mal, hast du die Folge gesehen? Ja, aber das war ein weißer Drache. Man sieht seine weißen Dreadlocks. Ne? Also man sieht Dreadlocks auf jeden Fall. Kann ich das jetzt sagen, ohne dass das irgendwie kulturell aneignend oder sowas ist? Da darfst du gar nichts mehr sagen. Er hat auf jeden Fall weiße Dreadlocks und dadurch würde ich ihn jetzt mal als den Sohn jetzt habe ich den Namen vergessen, von sag mal gerade. Ah, doch, komm, hier als Daemon unten herum wütet. Am Kämpfen ist und dann genau. Kommt noch der Drache da und, dann, ja. und den reitet er. Und deswegen wirkt das auf mich ja, auch geschichtlich, vielleicht im Hintergrund her, so ein bisschen, als wenn er sich verbünden musste, nicht weil er auch krass aufgestellt wird, der Papa, sondern es ging eigentlich um den Sohn. Weil der wird jetzt mehr ins Licht gerückt, so denke ich mal, ne? Könnte ich mir vorstellen. Wir werden es auf jeden Fall erleben. Der wurde ja auch zur Heirat mit Rhaenyra vorgeschlagen. Das wäre, ich, also meine persönliche Meinung, das wäre die beste Option gewesen. Weil der König, er kommt mit dem anderen schon klar. Ich verlecke jetzt seinen Namen immer. Sag mir doch mal bitte den Namen von dem. Corlys, genau. Also, die kannten sich schon. Die waren ja schon auf jeden Fall zusammen am Tisch am Sitzen, dass er mit im Rat gewesen ist. Und das wäre eine super Verbindung gewesen, ganz ehrlich. Und jetzt, ich meine, jetzt, wir haben ja gesagt, würfeln ein bisschen rum, ne? Staffel, in der Folge 4. Ja. Andere Option ist, dass ihr Onkel da. Meine Hand anlegt, so, ne? Und ich weiß nicht, was jetzt die bessere Möglichkeit gewesen wäre, ja? Für sie wäre, also keine Ahnung.
Das wäre das Beste gewesen, wenn er das gemacht hätte einfach. Jetzt hat er Ja. so viel Stress und ja, was für Ja, Wellen er dadurch geschlagen hat. weißt du, das Dumme ist, ich weiß ja nicht, wie weit du jetzt in der ganzen Story drin bist, aber ich weiß, wie der Tanz der Drachen eben weitergeht und schließlich auch endet. Also deshalb bin ich jetzt hier nicht so wahnsinns hier, dass ich jetzt hier in Verwunderung ausbreche, was jetzt den Sohn von Corlys angeht. Und den Kraut. Und so ziemlich alles einfach. Das ist ja der Gag, weil das ist schon irgendwo ein bisschen sehr schade, ne? Das Game of Thrones hat einen so in diese Welt gezogen, man hat sich so damit beschäftigt, die Bücher und auch man wollte viel mehr über die Welt wissen und hat da über alles Mögliche, speziell auch über die komplette Historie der Targaryens. Jetzt kommt eine Serie und ja, Surprise, ich weiß Bescheid. Das ist wie bei The Last of Us, die Serie. Ne? Vielleicht kommen auch ein paar Änderungen, aber es sieht ja nicht so danach aus, bis jetzt. Ne? Tut es, was sollen sie machen? Wollen sie Ellie gleich in der zweiten Folge umbringen? Und aber das Nein, die greift werden so. bei, also bei The Last of Us, da werden, da haben die ja schon gesagt, die werden da, einige Sachen werden, es wird Parallelen geben, aber es wird auch einige Sachen werden auch geändert, damit es ein bisschen neuer ist für uns als ne, Betrachter. Wie das in diesem Beispiel natürlich jetzt ist, sieht ja alles danach aus, als wenn die sich da relativ strikt dran langhangeln am Ja, Handlungsstrang. Von daher. der Unterschied ist ja, dass The Last of Us ja quasi als eine völlig autarke Geschichte erzählt werden kann, wo es natürlich irgendwo ein bisschen, ne? Während jetzt dieses Game of Thrones und House of the Dragon, das ist ja Teil der Historie in dieser Welt. Das ist ja in der Vergangenheit Richtig. von Game of Thrones passiert. Das heißt, du kannst ja jetzt da nicht einfach irgendwie herumstricken, wie du gerade lustig bist. Du musst ja in dieser Timeline bleiben, weil die wird ja auch schon genauso ja auch erzählt im Original Game of Thrones. Richtig, Da richtig. wird ja da in dem, ja, hier, das ist der, na, wie hieß er, der schwarze Schrecken hier, das war der größte Drache und, Valerian? ja, wo er an den Köpfen da vorbeiläuft, dann erklärt er so, ja, und hier und da und hier, das war der Tanz der Drachen und da ist das passiert und jenes passiert und so weiter und so fort. Ne? Also da können die jetzt nicht einfach umschmeißen und sagen, tada, das Verarscht. Game of Thrones Multiversum und Westeros 2. Das glaube ich nicht. Aber was ich jetzt gut fand, da wurde ja auch Viserys hat sich ja in den Finger geschnitten. In der Folge 1 schon. Und in Folge 2 ist er schon so entzündet, dass sie dran herumschnitzen, dass er das in diese Würmer hält. Und jetzt bei Folge 4 sind die Finger weg. Ja. Siehst du auch in dem Handschuh, da habe ich extra drauf geachtet, dass wirklich diese zwei Finger, die ja fehlen, aber diese Handschuhe, die sind leer. Die baumeln so herum. Und da frage ich mich tatsächlich, wie haben die denn bitte das gemacht? Weil er läuft ja rum, ach Bruder, und ja, also quasi so, ne? Aber du siehst ja weder hier die Beule und die schlabbern hier rum, die leeren Dinger. Aber ich meine, das ist halt. Und wie haben die die Drachen gezähmt? Ja! Ich denke mal, vorsichtig, da wird es ein paar Tricks gegeben haben. Ja, aber die werden ja jetzt da nicht mit CGI rumgemacht haben. Die werden da Natürlich, schon irgendeinen. der hatte hier zwei, es gibt sogar ein Bild. Da haben sie wieder ähnlich wie bei Game of Thrones, dann das anfangs in der ersten Ausstrahlung als Fehler gehabt. Da sieht man, dass er hier zwei grüne Strümpfe halt drüber trägt. Ne? Das wird echt weggemacht so. Das haben sie dann wieder dran gemacht. Und dann sieht man halt ein Bild, wo man die erkennen kann. Und für unsere Version ist das dann, glaube ich, mittlerweile schon geändert, digital überarbeitet worden.
Der ist draußen einer an den Mülltonnen und wuschelt da rum. Das irritiert mich gerade. Weil jetzt... Furchtbar. Ja. Na gut, was sagt denn hier noch mein schlaues Heftchen? Es ist ja eigentlich ist ja viel passiert, ne? Ja, aber es ist ja auch, es waren ja Ja. auch schon einige Folgen. Ja, auf jeden Fall hier. Alicent hat da in der zweiten Folge immer noch an ihren Fingern rumgeknibbelt. Das hat mich schon wieder total. Ich muss hier auch wieder an dich denken direkt. Ja, das ist furchtbar. Hat sie jetzt aber in den anderen Folgen nicht mehr gemacht, ne? Und auf jeden Fall hat er dann Damon hat einen Rebell-Move gemacht, hat seine Hure geheiratet, ein Ei geklaut und Drachenstein für sich annektiert. Und dann hast du gedacht, jetzt kommt es wirklich zu einem ganz großen Bruch und zum richtigen Beef von Otto Hohenturm und jetzt geht das da los. Und Damon steht da arrogant, wie Gott ihn schuf, denkt sich, was willst du, du Wichser? Und dann kommt so ein Drache und steht so dahinter und dann siehst du schon richtig, wie Otto sich in die Hose scheißt. Und ich denke, ja, Kacke gar nicht dran gedacht, ne? Sondern Ach, der Drache. ich kann ja hier mich hinstellen, wie ich will. Ja, der Drachen, ne? Mist. Dann kam Rhaenyra und rettet dann doch noch relativ cool den Tag. Mit dem goldenen Drachen. Ja. Was ich aber echt mich wundere, ist ja, dass Damon da alle Goldröcke mitgenommen hat. Die Goldröcke sind jetzt Damons Privatarmee in dem Sinne. Ich meine, er ist der Hauptmann und der Befehlshaber der Goldröcke. Das ist aber die Stadtwache. Und meinst du wirklich, dass die einfach so mitgehen? Und nicht irgendwie meinen, hey, ich habe hier mein Eid dem König und der Stadt geschworen, weil der Befehlshaber, der kann ja kommen und gehen, wie er halt eben will. Ne? Das ist ja nicht. Der hat ja. Ich glaube, dass das ist ein direkter, die sind direkt dem unterstellt. Öffentlich gemacht ist es ja auch geworden, dass die dem unterstellt sind. Das heißt, die kriegen alle ihre Befehle von dem. Das Ja. heißt, wenn der sagt, spring mal nach oben, dann fragst du, wie hoch und springst. Wahrscheinlich fragst du nicht mal, du springst einfach. Und wenn er dich dahin, wenn er sagt, so, wir gehen jetzt alle nach da, dann gehen wir alle nach da. Ja, das ist aber irgendwie nicht weit genug gedacht, weil die bekommen diese, ich glaube, wie viele sind das? 2000, 3000? Sowas. Das ist ja quasi die Polizei aus Königsmund. Und die Polizei oder die Goldröcke bekommen ihren Sold vom Meister der Münze. Das heißt, die werden ja nicht von Damon bezahlt, sondern die werden von Königsmund bezahlt. Und da können die ja nicht einfach so gehen. Die haben ja schließlich einen Eid darauf geschworen, die Stadt zu bewachen und zu beschützen. Da kannst du ja nicht einfach, da könnte ja jeder Kommandant machen, was er will. Ja, das stimmt auch, erst wo du sagst. Vielleicht, Das finde ich ist nicht so richtig auseinandergedacht. Weil das wirkt so, als hätte Damon wirklich komplette Verfügungsgewalt und die können und er kann machen mit denen, was er will und die machen und tun und mit. Jetzt musste ich meinen, klar, jetzt können wir natürlich noch weitergehen und sagen, ja, jeder einzelne Soldat hat bestimmt auch Familie und Frau und Kind in Königsmund und der geht ja bestimmt nach Drachtstein und ne? Weil er ist ja kein Soldat in dem Sinne, der dazu irgendwie angehalten wird, eben andere Länder. Der wechselt ja ein, also. Weißt du, ist mir ein bisschen zu. Da hab ich mir gedacht, komm, komm, übertreibt's jetzt mal nicht, ne? gib weiter, Alter. Das ist ja keine Söldnertruppe, das sind ja vereidigte, ja, Stadtwachen. Ja, das stimmt. Ja, da hast du auf jeden Fall einen Punkt. Hast du einen Punkt? Wüsste ich jetzt auch nicht. Deshalb finde ich das ein bisschen weit hergeholt. Und dann kommen wir wieder zur. Ludo-narrativen Dissonanz.
Cognitive. Ich weiß es nicht. Ich habe das Wort vergessen. Ich muss nochmal nachgucken. Es fällt mir gerade nicht ein. Wenn es einen Bruch in der Erzählung halt gibt, wenn es dann Ja. ungläubig wird, wenn es dann einfach so, ja, so. Das habt ihr euch jetzt so hingeschrieben und wir sollen das jetzt einfach mal schlucken, so, ne? So, wie geht's denn jetzt hier weiter? Damon hat einen Drachen, Rhaenyra kommt. Ah, mir ist aufgefallen, wenn die sich auf Valyrisch unterhalten, was sie hier und da öfters machen. Die sagen verdammt oft Daor. Da, oh, das Ja. stimmt. Und tragisch. Also irgendwie immer Daor, Daor. Oh. Das ist wie bei Vikings, da sagen die immer Okkar, Okkar, Ok, Okkar. Oder Das heißt wie uns und unser. in OWL, da sagen sie mal ne. Ne? Ne. Ne? Ist so, Ne. oder? Ne? Ja. Das heißt umändern. Da Ohr. Ne? Hey, kommst du mit? Ja, war cool. Da Ohr. Oh. Da Ohr. So, Rhaenyra regelt. Miseria ist unfruchtbar. Und Viserys ist, was habe ich denn geschrieben? Viserys berät wegen Velaryons Hochzeit. Was habe ich denn damit jetzt gemeint? Großes Fragezeichen. So, tick, 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 tick. Ja, ist egal, geh mal weiter. Das Ende haben wir ja dann eh schon. Viserys schimpft mal wieder über Rhaenyra. Rhaenyra versteht erneute Heirat. Ach so, sie versteht, also stimmt, Viserys hat ja dann die Hochzeit mit Alicent quasi bekannt gegeben. Und Rhaenyra versteht, dass er als König heiraten sollte, müsste, dürfte und so weiter und so fort. Er findet es natürlich halt eben kacke, dass es Alicent ist, ne? Ja. Ihre beste Freundin. Das ist halt sicherlich so für. Rhaenyra ist 15. Das wird ja gesagt. Ja, stimmt. Das heißt, Alicent wird auch um den Dreh sein. Und die Tochter von Corlys Velaryon hat ja, wo sie mit der Oma da gesprochen hat, ob sie wüsste, was auf sie zukommt, wenn sie heiratet und so weiter und so fort. Ja, dass er mich heiratet, aber er darf mich nicht anfassen, bevor ich 14 bin. Gell? So, das haben wir schon mal Ja. so weit zum Worldbuilding und so, damit es nicht ganz so hart pervers klingt. Aber so wissen wir schon mal, Alicent ist definitiv auch über 14. Das heißt, sie wird genauso 15 sein wie Rhaenyra. Und jetzt haben wir da den Vater mit der 15-Jährigen. Und das findet Rhaenyra auch schon ziemlich, ziemlich eklig und strange, weil das Alter ja zum Beispiel auch für sie selbst ein Beweggrund war, diverse Werber Richtig. abzuwimmeln, weil sie eben solche Sätze sagt wie, es könnte mein Vater sein. Oder halt so in die Richtung. Und jetzt sieht sie natürlich, Viserys, ihr Vater könnte ja auch der Vater von Alicent sein. Also kriegt sie schon mal da immer so ein bisschen Blitzerbes. Und dann ist es natürlich auch noch ihre beste Freundin. Das ist auch schon mal irgendwie. Dazu sicherlich noch das Gefühl des Verrats, dass ihre beste Freundin, ihre Schwester im Geiste, so quasi hinter ihrem Rücken sich an den Vater ranschmeißt, um dann Königin werden zu wollen, zu Ja, und dann müssen. auch alleine schon so dieses, ist dann jetzt auch noch die Stiefmutter. Ja, Ja. und Vorgesetzte, ne? Also Und Vorgesetzte. Weil man sieht, man. in Folge 3 muss ja sagen, ist das ein Befehl oder irgendwie Ganz sagst genau. du das als Königin oder sagst du das als Dings, ja, eure Gnaden und so weiter und so fort, ne? Ja, richtig. Also da lässt sie das ja auch schon raushängen so. Und alleine nur für diesen kleinen Punkt spielt sie diese Karte da schon aus. Er wird mir auch nicht gefallen. Ja,
Wenn sie da ankommt, so, Rhaenyra, du wirst erwartet. So, ne? Aber dann sind wir jetzt auch schon schwuppdiwupp bei Folge 3, so schnell geht's. Der zweite seines Namens. Alicent hat ausgepackt. Ein Sohn ist da. Zeitsprung. Ich glaube, roundabout 3 Jahre. fünf, oder? Ich glaube, 3 oder 4 Jahre war das mal. Ja, irgendwie so. Ich springe ja fast jede Folge einmal ein bisschen. Oder ja, mindestens immer ein halbes Jahr. Ja, müssen sie. Es muss ja auch jetzt demnächst dann der Schauspielerinnenwechsel kommen von Rhaenyra. Aber wie findest du sie eigentlich, also die Schauspielerin von Rhaenyra? Ich finde ja eigentlich von Folge zu Folge fand ich die jetzt schon irgendwie besser, muss ich sagen. Anfangs habe ich so ein bisschen gedacht, ja, man hat ja natürlich so Daenerys erstmal so im Kopf und so, ne? Man kommt nicht umhin, man vergleicht. Das tut man einfach ein bisschen. Das sollte man aber nicht tun. Aber habe ich halt einmal anfangs auch getan und da ist natürlich, man kennt noch nichts von ihr, ne? Oder hat jetzt noch nicht irgendwelche großen Eindrücke gewinnen können. Und wir hatten ja beide auch der ersten Folge zum Beispiel keine Bewertung gegeben, weil wir gesagt hatten, wir wollen das mal ein bisschen auf uns wirken lassen, gucken, wie sich das so entwickelt. Ne? Und ich muss sagen, ab der zweiten Folge dann irgendwo auch, da als diese Konfrontation mit den beiden Drachen und so gewesen ist, oder in zwei, drei anderen Situationen, ist sie im Ansehen gestiegen. Jedenfalls. Also ich komme mit der eigentlich gut, ganz gut zurecht. Ich finde, sie macht das gut und sie. Ich finde, die kann man schon neben Dani hinstellen irgendwie. Das passt. Dann ist natürlich eine Ecke jünger, ne? Muss man da bedenken. So. Ja. Also ich muss ja auch jetzt, weil du es jetzt angesprochen hast mit den Bewertungen, dass wir die ja in der ersten Folge ja nicht gemacht haben. Ich muss sagen, das Level wird aber konstant oben gehalten. Also es ist jetzt nicht irgendwie, es ist jetzt aber auch nicht so, dass ich jetzt da gebannt davor sitze und jetzt hier die mit den Zehnern um mich schmeißen würde. Aber eine konstante 8 ist es für mich eigentlich durchgehend, Da bin ich bei dir. weil man muss jetzt auch noch bedenken, das ist alles immer noch Worldbuilding. Es geht noch nicht los. Das große Story, das große Ding steht uns noch ins Haus. Wir sind immer noch dabei, die Charaktere zu kennenzulernen, Richtig. alle so weit vorzustellen, zu positionieren, den Weg zu dieser Position zu sehen, diese ganze Entwicklung, das alles blablabla, was kommt woher, wer steht mit wem in welcher Verbindung und so weiter und so fort. Wir sind immer noch im Lernprozess und da muss ich sagen, fühle ich mich gut unterhalten und kann damit leben, dass das immer noch Exposition ist bis zu diesem Zeitpunkt. Deshalb, ich schreibe hier so wahnsinnig viel auf immer, aber es ist trotzdem, wenn ich es jetzt so drüber überlege, habe ich gar nicht so wahnsinnig viel, was ich so redenswert finde, ne? Was habe ich hier? Draha hat. Achso, da ist irgendeiner auch an diesem Trittstein, der Daemon brennt die Triarchie-Soldaten nieder. Und bei der Landung macht er den eigenen Soldaten platt. Das sah geil aus, ne? Ja, wenn wer sich noch Das freut, ist. Daemon! Ja, da ist er! Hier bin ich! Ja, aber das. Ja, sowas bringt Game of Thrones, die ganze Welt, aber auch einfach irgendwie, finde ich, geil rüber, so, weil man fühlt, man weiß gar nicht, wie man dann empfinden soll in diesem Moment, wo man das so sieht. Sondern man denkt sich so, ich habe mir halt auch gedacht, wenn er da irgendwo landet, oder auch mit dem Feuerlangspeit so, als wenn er sich da um jeden einzelnen Schädel dann liegt, kann er ja gar nicht, ne? Ja. Packbarer Platz. Ja, das war ja auch der Einstieg in die Folge. Das war schon cool. Was ist da mit den Trittsteinen, dass da wirklich ja, die Erde brennt. Und in Königsmund ist eigentlich die Welt in Ordnung, der Viserys, der feiert und dem geht's gut Ist er verjagt? drunten geht's halt drunter und drüber. Ja, ist auf der Jagd. Ihr habt gesehen, Möpse gibt's. Also die Hunde.
Da, nicht einmal da haben die Viecher ihre Ruhe, ne? Und da haben wir, du hast dich gefreut, es mir berichten zu können. Der eine Lannister-Bruder ist der Thorstein-Schauspieler. Thorsten. Der Richtig. den Arm abgeschnitten bekommt. Trennt ihn mir ab, ich mag ihn sowieso nicht mehr. Ja, richtig. Jetzt ist der Typ da, der den anderen, das sollen ja Zwillinge spielen. Ist das tatsächlich irgendwie sein Bruder oder haben die einfach nur irgendeinen anderen Schauspieler genommen, der ihm wirklich ähnlich sieht? Das weiß ich jetzt zum Beispiel nicht. Das weiß ich nicht. Ja, aber auch nicht schlecht. Dann war er in Vikings, danach in House of the Dragon. Das liest sich gut im Lebenslauf, glaube ich. Ja, aber es sind jetzt bis jetzt ja auch nicht so die abgefahrenen, krassen Oberrollen, gell? In Vikings war er zwei, drei Staffeln. Drei Staffeln? Aber es ist ja Drei mehr Staffeln. im Hintergrund so ein bisschen rum. Der ist ja. Klar, Aber der ist der. ja schon viel rumgelaufen. Der hat da schon viele Gespräche gehabt. Also es ist schon gute Rollen. Es sind keine Hauptcharaktere, es sind Nebencharaktere, ganz klar. Ja. Aber schon beständige, ne? Es gibt da auch andere Leute, die werden bezahlt für laufen im Hintergrund lang, Ja, aber er spielt wirklich einen sehr schleimerischen Lannister, gell? Also furchtbar, Alistair wie der da vor der Rhaenyra da rumsabbert, ne? Und da hat er gedacht, ey, hol dir doch einen runter, ne? Ey, furchtbar. Es ist kein Wunder, dass Rhaenyra die Flucht ergreift. Also dann checkt, hey, dem wurde ich wohl irgendwie versprochen, oder es wurde zumindest die Idee irgendwie ins Ohr gesetzt, dass sie ja heiraten Lannisters. könnten, gell? Und dann schickt er da diesen fetten Speer für den weißen Hirsch. Ja, das war alles. Also, ja, aber es war halt cool, um das Ganze drumherum so ein bisschen so mitzukriegen, wie die Leute plötzlich reagieren, nur weil jetzt ein kleiner Junge da ist. Ja, einmal das fand ich sehr interessant und dann vor allen Dingen auch, man ist ja bei dieser Folge viel, man hat ja viel über die Schulter von Viserys geguckt, ne? Und wie die, ey, ich finde, das ist so dekadent, herrlich, makaber irgendwie dargestellt, diese Jagd, dieses, bei Gott, dass er überhaupt selber dann diesen Todesstoß geben sollte für diesen armen Hirsch, den die da alle festhalten und dann stehen sie da alle so, ne? Und ihm ist das fast total unangenehm, so, ne? Und er denkt sich nur, Leute, Alter, so, was machen wir hier, ne? Ja, gut, klack, hab's nicht erwischt, jetzt nochmal richtig, ne? Und alle widern sich ihm an, so, ne? Und bieten sich ihm an und schmieren ihm Honig ums Maul und sonst was für Sachen, ne? Das furchtbar, aber total schön dargestellt. Ja, mega. Zumal, weil ja jeder angekleckert kommt, um ihm zumindest durch die Hintertür den eigenen Ableger als zukünftigen Mann vorzuschlagen für seine Tochter, gell? Da fand ich es schon richtig witzig, als dieser andere Typ dann da ankam. Eure Gnaden, wenn ich einen Vorschlag machen dürfte, und wie sieht es denn schon aus? So, lasst mich raten, gell? Du bist jetzt Und der dann sagt, nee, eigentlich hätte ich jetzt immer noch an Corlys Velaryons Sohn gedacht. Ach so, ja. Okay. Das klingt da wirklich nach einer guten Idee. Das war schon geil. Über, Ja, ist über, gut. überhaupt mag ich diesen Viserys echt gerne. Ich auch, muss ich sagen. Das ist irgendwie der Typ, der ist, erstens ist der wahnsinnig locker. Irgendwie, gell? Hat Humor, nimmt aber das König-Dasein schon auch ernst. Weißt du, nicht so wie Robert Baratheon, der bloß auf seinem Stuhl sitzt und sich denkt, Alter, leckt mich alle am Arsch, ne? Ich überlasse das alles so dem Rat und genieß so einfach die Freuden. Der Typ ist halt, Er ist König. ja, König. Durch und durch. Sieht es zwar mehr als Last als irgendwas, aber er geht da. Mit erhobenem Solide mit Haupt um, geht er da durch. Ne? Ist schon cool. Und er hält auch wirklich
Das ist ja, das hält man ihm, das halte ich ihm ja auch so zugute. Jetzt ist der Ditti gerade weg. Oh, Entschuldigung, ich bin Da wieder ist da. man wieder. Das halte ich mir auch so zugute. Das macht ihn auch noch sympathischer, dass er trotzdem an Rhaenyra festhält. Dass der Rhaenyra ja irgendwie dann auch ihre Sorgen so ein bisschen so, ja, jetzt ist ja der Aegon da und dann sagt, nein, du bist meine Erbin. Und du bleibst meine Erbin. Ja? Das fand ich auch sehr geil. Das fand ich sehr, sehr cool von ihm. Weil er stellt sich ja da auch jetzt wirklich gegen die kompletten, gegen den kompletten Rat und gegen die Gepflogenheiten und die Traditionen und diesen ganzen Käse. Er stellt sich ja immer und sagt, nein, ich habe meine Entscheidung getroffen, es ist Rhaenyra, es bleibt Rhaenyra. Genau. Das habe ich ihm auch hoch angerechnet. Das fand ich sehr, sehr cool von ihm. Ja. Aber du merkst trotzdem, wie jetzt auch, sie haben sich, die Leute, die waren beim Kniefall vor Rhaenyra, waren sie schon nicht glücklich, weil sie gesagt haben, jetzt wieder jetzt eine Frau als Erbin. Gell? Jetzt haben alle gefreut, es gibt einen Sohn. Jetzt musst du dir einmal mal überlegen, die Leute hätten absolut nichts davon, egal wer da sitzt, ob das jetzt die Rhaenyra ist oder das der Aegon ist. Das ist den Leuten, die da in den Zelten rumeiern und alle, die da so, auch in den Adelshäusern, für die täte sich unterm Strich gar nichts. Es ist für die wirklich nur aus Prinzip, dass da keine Muschi auf dem Thron sitzt, sondern wirklich, dass da ein Schwanz sitzen muss. Das findet, ja, weil Ja, aber ist das ist doch genauso jetzt hier wie bei uns jetzt in Deutschland, wer jetzt so ein Bundeskanzler ist. Ob das jetzt ein Männlein ist oder Weiblein ist, ist doch, da ändert sich doch für mich hier gar nichts, weißt du? Da habe ich doch nichts davon, selbst wenn es mein Nachbar wäre. Das ist doch für mich völlig ungreifbar eigentlich. richtig. Und besonders, Ja, gut. ganz besonders, wenn das eine Thronfolge ist, die aufgrund von Geburt ist. Drachen hat. Ja, das ist ja auch noch. Aber die Leute, die machen sich da ein Fass auf, obwohl die das A nicht ändern können, B überhaupt nichts mit zu tun haben und sich C überhaupt für die überhaupt nichts ändern würde. Ja. Weil da gab es ja auch bei den Targaryens, speziell bei denen, da waren so viele irre Kerle dabei. Da könntest du eigentlich auch aber bei den Adelshäusern könnte ich es noch am ehesten verstehen, dass die so ein bisschen auf die Traditionen pochen. Wo, was mich jetzt wirklich überrascht hat, das war jetzt bei Folge 4, wo Daemon mit ihr im gemeinen Volk unten ist, in Flohloch, und sie diese Aufführung sehen und der kleine Pöbel, die da in dem kleinsten Dreckloch sitzen, auch lieber einen Kerl hätten als Rhaenyra, die sie eigentlich schon seit, was ich, roundabout 20 Jahren kennen und sie ja als die Wonne des Reiches oder so beschrieben wird. Als eine, die wirklich irgendwie, was weiß ich, nicht irre ist, nicht durchgedreht, sondern wirklich, dass sich da der kleine Pöbel, die kleine Hure aus der Nebenstraße sich da so einen Kopf drüber macht. Das hat mich gewundert. Ja, das finde ich auch krass. Aber da bleibt dir ja nicht mehr viel, so außer Ja. Aber dabei. Und sie hatte ja dann ihr erstes Mal. jo. Aber nicht mit Damon. Nee, Der wollte da nicht. wurde nicht. Nee, der ist nicht geschwommen, der ist nur um den See rumgelaufen. Ja. Nee, dann hatte sie das dann, auf die Art und Weise halt. Und lügt auch noch die ganze Zeit um dieses Thema herum, ne? Ja, aber Damon gibt es ja zu, obwohl er ja alles erlebt ja auch. Aber er sagt immerhin, und das fand ich schon wieder cool von ihm, gib sie mir zur Frau, Punkt aus Ende. Mach doch so und so und so, ne? Tu's doch. So, ne? Und, schwierige Situation einfach, ja? Junge, das ist meine Tochter und du bist mein Bruder. Na gut, das spielt bei den Nein. Targaryens ja jetzt nicht so die Rolle. Ja, ich weiß, aber das ist halt, Wahnsinn, dass man das heutzutage
dass das alles so feiern, obwohl wir sind ja so woke. Das ist doch kurz davor, dass wir es alle gut finden. Ja. Ja, was? Lass du jetzt mal eine politische Einstellung aus, oder was? Nein, ich muss. Das war ein Vorschlag von den Grünen. Ich glaube, die Grüne Jugend war das. Die wollten Beziehungen von Onkel zur Nichte legalisieren. Babylon. Dass das. Ich weiß gar nicht, es gibt ja irgend so eine Inzucht, Inzest. Ab welchem Grad es dann wieder erlaubt ist oder so, ne? Und ich glaube, das geht so bei Cousins, Cousine ab ersten, zweiten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wollen die ja wollen sie es enger machen. Zu Onkel und. Also. Ciao. Tschüss, holt mich ab. Das war's. Das war's. Also wenn du, das ist so furchtbar, ey. Das Blöde ist, jetzt musste ich diesen Artikel oder dieses Zeug jetzt irgendwie rausgraben und hier in die Videobeschreibung packen, weil es ja sonst heißt, ich erzähle wieder irgendeine Scheiße oder so. Ich meine, wenn ich mich da jetzt, ich kann mich jetzt auch täuschen, ich weiß es jetzt, ja, ich habe das immer irgendwie, das ist schon ein paar Jahre her. Ne? Das ist ja so ein bisschen. Na, weg, totgeschwiegen. Genauso wie der Edati mit seinen Kinderpornos, der wurde ja auch mal ganz schnell so. Ich guck mal, ob ich was finde. Wenn ich was finde, packe ich es in die Videobeschreibung. Packst es mit rein. Wenn nicht, dann habe ich mich offensichtlich geirrt. Aber es war eine schöne Geschichte. Ja. Ja, die Targaryens. Ja, wegen dem Vogue musste ich da. Hallo? Das. Das ist mein Lieblingswort dieses Jahr. Ja, es passt auch immer überall so wahnsinnig gut rein. Ich habe das irgendwie Ich liebe Wokeness. bei dem The Last of Us Remake habe ich es auch irgendwo gesagt. Mit irgendwas mit Vogue. Ja, so sind wir Ach nee, manchmal. da hab ich irgendwie die Autoscheiben eingeschlagen. Das war mal ein bisschen Aktivismus Ach ja, hier. richtig. Das war auf jeden Fall sehr unterhaltsam an der Stelle da. Auch irgendwas über Vogue. Aber ich weiß, ich krieg's jetzt auch nicht mehr zusammen. Ach ja. Nee, also. Sag mal, Mann. Ruf dann doch bei mir an. Ja, hast du noch irgendwelche Punkte? Weil jetzt haben wir es echt jetzt relativ grob, würde ich sagen. Innerhalb von einer Stunde die drei Folgen jetzt durchgerattert. Gerattert. Durchgerattert. Also das ist jetzt, achso, Viserys verbannt Daemon noch. Ja. Ja. Und jetzt bleiben wir da mit dieser großen Lüge. Dieser Doppellüge. Daemon hat gesagt, ja, ich habe mit ihr gevögelt, was ja gelogen ist. Rhaenyra hat gelogen, dass sie ihre Unschuld hat. Sie hat sie aber verloren an den Kraut. Und nicht an Daemon, aber die Jungfräulichkeit ist weg. Sie hat Alicent belogen. Daraufhin hat Viserys jetzt die Hand entlassen, Richtig. der ja jetzt seine Hand und Schwiegervater ja war, oder Schwiegervater ist. Hoffentlich schnell frei Also, da. Ermutert. ja, das ist wieder so doof, ne?
Ja, Mann, es geht wieder los, ey. Ja, da bist du so, endlich Wochenende. Und dann sitzt du da und ich so, ey, hoffentlich bald Montag. Und dann bist du Montag. Ich so, scheiße, der Wecker, ey. Oh, nee. War das? Ja, richtig, ey. Das ist, war's die Stunde jetzt wert? Aber jetzt erstmal was anderes. Es gibt ein bisschen eine Überschneidung, oder? Mit The Walking Dead. Eine Folge müsste sein, ja? Ne, oder zwei. Zwei, drei Folgen. In 3 Wochen startet The Walking Dead. Die Dann finalen. ist. Die komplett finalen Folgen. Puh. Haben wir was zu tun. Einmal was zu tun. Gott sei Dank. Der Herbst kommt. Ja, dann sperren wir uns wieder ein, dann gibt es hier nicht das Sommerloch. Und Genau. erst einmal Previews, Vorabankündigungen. Ditti und ich, wir haben große Pläne. Wir haben ein paar andere Serien noch geguckt, so ein bisschen so nebenher. Die wollen wir in einem großen besprechen, aber eine große über die Serie, nicht über die Folgen. Zum Beispiel Tekken. Ich habe mir jetzt Attack on Titan angeschaut. Ich bin fast am Ende, darüber möchte ich ein paar Worte verlieren. Was haben wir denn noch angeschaut? Wir haben Meine ja, geschaut, haben auch geschaut gehabt. Wollen ein The Last of Us Das. Special machen über Spiele, Serie, Teil 1, Teil 2. Was wir davon halten, wie wir es halten und so weiter und so fort und hin und her. Da wird Richtig. auch mein Let's Play weitergehen. Also ich mache dann Teil 1 und dann mache ich gleich Teil 2. Detti fängt mit God of War an und zieht das auch auf beide Teile dann durch, wenn Ragnarok dann draußen ist. Also das haben wir geplant. Der Haberfeld möchte das gleiche auch in Kurzversionen machen für Indie-Titel. Aber irgendeine Serie habe ich noch geguckt. Was war denn das? Ich weiß es nicht, aber Arcane wollten wir unbedingt noch mal besprechen, Arcane, hab ich auch noch drüber gedacht. bevor dann da irgendwann die zweite Staffel noch rauskommt. Und ich glaube, wir wollten uns auch noch mal Cobra Kai. Cobra Kai. Cobra Und dann Kai. haben wir noch so ein generelles Thema noch im Raum stehen, und zwar diese ganzen Disney Real-Verfilmungen. Inwieweit sind die jetzt wirklich nötig? Weil ich habe jetzt mir auch welche angesehen. Aladdin habe ich zum Beispiel geguckt. Da soll es mir jetzt nicht darum gehen, dass welche Hautfarbe da jetzt irgendwelche Schauspieler haben, sondern es ist einfach nur so, inwieweit fand ich es jetzt nötig, dass es diese Version halt überhaupt gibt. Naja, und weil jetzt mal, um es mal kurz zu spoilen, hier in dem Film Aladdin habe ich jetzt in der Real-Verfilmung absolut gar keinerlei Mehrwert verspürt. Das war einfach nur. Was ist das denn? Das so. Ja. Ja, sparen wir uns die Sachen für dieses Video auf, aber da Ja. gibt es auf jeden Fall einiges zu sagen. Ja, weil ja eben drum jetzt diese Kontroverse an die Tür klopft mit Ariel. Ja. Deshalb. Was haben wir denn sonst noch so in der Pipeline? Wups. Die Wups, ja. Die werden wir aber reduzieren. Weil wir gemerkt haben, dass mit jede Woche, das ist einfach, das geht nicht. Erstens kriegen wir gar nicht genug Zeug irgendwie daher. Das müssen wir uns dann aus den Rippen schneiden. In einem Monat hast du viel mehr Zeug, was du erleben kannst. Dazu die Zeit. Wir haben jetzt gemerkt, wir sind ganz schön in zeitliche Bredouillen gekommen. Und deshalb werden wir das ein bisschen entzerren. Zerren. Ja, das ist notwendig. Ja, und so wird es dann weitergehen. Erst einmal. Und dann ist Ja. das Jahr wahrscheinlich auch wieder rum. Und Ja, dann, das geht jetzt ganz ja, und dann schnell. gibt es ein Jahr lang schon explizite Zungen. Jawohl.
Die 100 Videos sind auch voll. Also wir haben 100 Videos. Den Jackpot haben wir auch schon geknackt. Kannst du glauben, ey. Schnell, schnell. 3000 wiedergegebene Stunden. Oder? Nee, 3000 Aufrufe waren es, glaube ich. Was stand da? Was habe ich letztens noch gesagt? Das waren Aufrufe, ja. 3000 Aufrufe, 3000 erreichte Leute oder irgendwie sowas stand da. Da wurde angezeigt, Ben, du hast 3000 Leute. Also. Juhu. Die haben alle behauptet, aus mir wird nichts. Bin Influencer. Ja, aber ehrlich, ey. Sollen wir mal irgendwas erzählen, ne? Ja. Na gut. Damit sind wir durch jetzt, ne? Denke ich auch. Und dann werdet ihr von uns sehen und hören. Und hören. Ganz genau. Wir freuen uns drauf. Ja, also dann. Ciao. Einen wunderschönen weiteren Verlauf. Ja, okay.